Heute wird's mal richtig trendig auf meinem Kanal. Ich bin der Callcenter-Crusher und heute gibt's einen Anruf von einer richtig trendigen jungen Dame. Nur leider hat sie den Trend zur Intelligenz und zur Wahrheit komplett verpasst. Wie sie versucht, sich aus der Affäre zu ziehen, hört ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja? Hallo. Hallo, spreche ich mit Herrn Heinrich Ribesam? Ja, wer ist denn da? Hallo Herr Ribesam, ich bin Eske Müller von Monitoringsabteilung von Onlinehandelsplattform. Wir haben bei uns registriert und Ihre Daten haben Sie. Ja? Bei der Monitoringsabteilung? Was ist das? Bei der Monitoringsabteilung von Finanzmarkt. Von Online-Handelsplattform. Und von Sie welchem Finanzmarkt? Bei Market Trend 24. Und da habe ich registriert? Ja. Wann bitte? Vor einiger Zeit. Im Mai, glaube ich. Market Trend 24? Ja, ja. Gut, ich kann ja nachschauen. Was genau wollen Sie? Sie haben bei uns registriert, haben und wir deswegen, versucht, ein Konto zu erstellen. Und deswegen ruft mich die Monitoringsabteilung an. Was ist denn die Monitoringsabteilung? Wir haben Ihre Daten bekommen, da Sie Ihr Konto nicht komplett gemacht haben. Deshalb rufe ich Sie an, um den Grund zu wissen, warum Sie es nicht komplett gemacht haben. Ja, wahrscheinlich, weil ich nicht genug Informationen bekommen habe. Ich kann Ihnen in 2-3 Minuten vorstellen, wie das bei uns funktioniert. Dann können Sie entscheiden. Ja gut, dann fangen wir doch mal an mit der Webseite. Wie war Ihre Webseite? Wir haben eine Webseite. Kleinen Moment. Ach, Sie wissen Ihre eigene Webseite nicht? Ganz kurz bitte. Warum? Müssen Sie Ihre Webseite erst suchen? Nein, ganz kurz bitte. Ja, warum ganz kurz bitte? Ich gebe Ihnen jetzt den Link von unserer Webseite. Deshalb. Ja, dann lesen Sie mal vor. www. Ganz kurz bitte. Kleinen Moment. Ja, der kleine Moment ist schon vorbei. Ach, finden Sie den Link nicht? Kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht? Können Sie 2 Minuten warten? Nee, warum? Sie rufen mich doch an. Ich gebe Ihnen jetzt den Link. Ja, dann lesen Sie doch vor. Lesen Sie vor. Wie heißt Ihre Webseite? Kleinen Moment, bitte. Ach ja, schon wieder kleinen Moment. Der kleine Moment ist schon vorbei. Eine Firma, die die eigene Webseite nicht kennt. Mhm, sehr interessant. Die Webseite lautet, können Sie schreiben? Ja, ich kann schreiben. Ja, kann ich. Habe ich gelernt in der Schule. Okay, also www, dann market-trend. Können Sie es buchstabieren? Martha Anton Richard. Ja. Kaufmann Emil Theo. Market. Minus. Minus. Theodor Richard Emil. Ja. Nordpol Dora. Ja. 24. 24. .com. Sehr laut bei Ihnen. Ja, entschuldigen. Ja, so. So, Ihre Webseite habe ich. Dann erzählen Sie mal ein bisschen was über Ihre Webseite. Hier ist eine Online-Handelsplattform. Hier können Sie etwas kaufen und verkaufen und damit Geld verdienen. Also wir haben unterschiedliche Bereiche, wo Sie
Also sowas wie Amazon oder eBay? Nein. Ja, Sie haben doch gesagt, Online-Handelsplattform. Wenn Sie mir jetzt reden lassen, dann kann ich Ihnen erklären, wie das geht. Also wir haben verschiedene Bereiche, wo Sie Geld investieren können und damit Geld verdienen können. Zum Beispiel Kryptowährungen, Aktien, Forex und Rohstoffe. Ja. Die Kryptowährungen sind zum Beispiel, wie Sie kennen, Bitcoin, ja. Es ist ein digitales Geld. Aber daran habe ich kein Interesse. Dann die Aktien, wie von Firmen, ja, von Apple, von Amazon. Ich hätte eher Interesse an Rohstoffen. Okay, ja. Die Rohstoffe sind wie zum Beispiel Gold, Öl, Gas. Die würde ich selber, ich habe Interesse an bestimmten Rohstoffen. An welchen Rohstoffen? Ja, Kobalt und seltene Erden. Sagt Ihnen das was? Hallo? Hallo? Nein, das sagt mir. Bitte? Haben Sie gesagt Kobalt? Und seltene Erden. Das sind Rohstoffe, die in der Computer- und Handyindustrie sehr begehrt sind, weil der Markt kann momentan noch nicht gedeckt werden. Deswegen habe ich daran Interesse. Das wären Dysprosium, Gallium, Germanium, Hafnium, Indium, Neodym, Rhenium, Tellur, Terbium und so weiter. Ja, da können Sie auch das machen. Es ist auch möglich. Ja, das heißt, wie ist denn der aktuelle Preis für zum Beispiel Tellur? Hallo? Kleinen Moment, ja bitte. Wieder ein kleiner Moment. Das überprüfe ich, wie der Preis ist jetzt. Ja. Sehr, sehr laut bei Ihnen. Es tut mir leid, Entschuldigung. Kleinen Moment. Ja, ja, den kleinen Moment, den hatten wir ja schon. Der ist ja heute auch schon wieder vorbei. Inzwischen ist es ein großer Moment. Wobei das sich ja negiert im Prinzip. Ein Moment ist immer klein, aber bei Ihnen ist der Moment sehr groß. Der Preis der Tellur ist jetzt 8 Euro. In welcher Menge wird das verkauft? Pro Stück? In Kilogramm. In Kilogramm. Ja. 8 Euro in Kilogramm. Das ist sehr interessant. Da muss ich gerade mal reingrätschen. Im Jahr 2023 kostete 1 Kilogramm Tellur weltweit durchschnittlich 81 US-Dollar. Aktuell liegt der Preis für Tellur im Rohstoffhaus bei 151,50 Euro bei einem Reinheitsgehalt von 99,995%. Als Wertanlage wird Tellur bei Metallos für 569 Euro verkauft. Man sieht also, dass die gute Dame keine Ahnung hatte, wovon sie redet. Nun geht's weiter mit dem Anruf. Gut. Okay, das ist ein sehr günstiger Preis pro Kilogramm Tellur. Wo bekomme ich den Preis? Also,
bei uns haben sie drei Investitionssumme. 250 Euro, 500 Euro und 1000 Euro. Und ich kann bei Ihnen Tellur kaufen, pro Kilo für 8 Euro. Ja, das können Sie machen. Gut, prima. Wie kann ich dann zu Ihrer Firma dann investieren, um Tellur zu kaufen für 8 Euro das Kilo? Ich kann Ihnen einen Link schicken, damit können Sie, Sie gehen in diesen Link, ja, Sie füllen Ihre Daten aus und dann investieren Sie und dann können Sie kaufen. Ja, wie kann ich investieren, war meine Frage. Ich schicke Ihnen jetzt per E-Mail einen Link. Sie haben hier Ihre E-Mail-Adresse h.ribesam@mailbox.org. Das ist richtig, oder? Das ist richtig, ja. Ja, an dieser E-Mail-Adresse bekommen Sie jetzt den Link. Damit können Sie Ihre Daten ausfüllen und dann investieren. Ja, ich warte dann auf den Link. Ich bleibe am Telefon so lange. 2 Minuten, bitte. Ja, jetzt werden 2 Minuten. Okay. Entschuldigung, verwenden Sie Visa-Karte oder Mastercard? Weder noch. Ich habe keine Kreditkarte. Und dann, welche Zahlungsmethode nutzen Sie? Ja, das wollte ich ja von Ihnen wissen. Welche ist möglich? Welche haben Sie? Also verschiedene. Welche ist bei Ihrer Firma denn möglich? Müssen Sie das auch erst suchen? Also, Entschuldigung, haben Sie keine Kreditkarte? Das sagte ich bereits. Hören Sie schlecht? Nein, ich möchte nur noch mal klären. Ja, das sagte ich bereits. Jetzt frage ich noch mal, welche Möglichkeiten bieten Sie denn an bei Ihrer Firma? Haben Sie Online-Banking oder welche Zahlungsmethode nutzen Sie? Ja, verschiedene. Ja, Online-Banking hätte ich auch, ja. Ja, damit können wir auch machen, mit Online-Banking. Gut, dann können Sie mir dann erstmal die Überweisungsdaten schicken. Okay, ganz kurz bitte. Ja, ganz kurz, wie immer ganz kurz. Ich sende jetzt Ihnen den Link, damit machen Sie alles, ja? Ja, ich warte drauf. Ich bleibe am Telefon. Okay. Okay. Ich habe schon die E-Mail geschickt. Können Sie Ihre E-Mail überprüfen? Ja. Noch ist keine da. Es kann sein auch, dass die E-Mail in Spam geordnet ist. Nein, ist es nicht. Es ist keine E-Mail angekommen. Haben Sie vielleicht WhatsApp? Können wir Ihnen per WhatsApp das schicken? Nein, das hier ist eine Festnetzrufnummer. Da gibt es kein WhatsApp. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Elke Müller. Nee, von einer Frau Müller habe ich keine E-Mail bekommen, nein. Sie haben die Nachricht von Melissa Becker bekommen. Ach so, ja. Ja gut, aber ja, das, haben Sie schon. Das ist nur ein Link. Sie wollten mir doch Bankdaten schicken. Sie haben das jetzt selbst machen, also bitte auf diesen Link. Nein, ich klicke nicht auf fremde Links. Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich wollte Bankdaten haben. Entschuldigung, erstmal haben Sie diesen Link aufzumachen, dann Daten ausfüllen. Ich mache kein. Ja, gut, okay. Dann möchte ich bitte Ihre Identität wissen. Also, Sie haben gesagt, Ihre Firma, Market Trend 24.
Ja. Ja, genau. Wie lange ist diese Firma mit dieser Webseite am Markt? Hallo. Es ist halbes Jahr im Markt, die Halbes neue Firma. Jahr. Ja. Ich hätte da noch andere Sachen, an denen ich Interesse habe. Ja. Eine Zeitmaschine. Ich hätte gerne eine Zeitmaschine von Ihnen gekauft. Wir verkaufen keine Zeitmaschine. Doch, das müssen Sie doch. Weil Ihre Webseite, Sie haben gesagt, die ist ein halbes Jahr am Markt. Ich sehe aber Ja. gerade, dass Ihre Webseite gerade mal 124 Tage alt ist. Am 17. April erst erstellt wurde die Webseite. Das stimmt ja dann nicht. Da müssen Sie eine Zeitmaschine haben. Es ist fast halbes Jahr, also Nein, nein, nein. 17. April ist nicht halbes Jahr. Hallo. es ist fast halbes Jahr. Nein, ist es nicht. Halbes Von Jahr April sind. bis, Entschuldigung, von April bis heute ist schon die fünfte Monat. Ja, fünfte Monat. Wir haben gerade den achten Monat und nicht den neunten Monat. April bis 5 Monate weiter wäre der neunte Monat. Sind das Ihre Rechenskünste, die so gut sind? Gut, okay. Wo ist denn der Sitz Ihrer Firma? Hallo. Hallo. Wissen Sie das auch nicht? Hallo. Müsst ihr da auch erst nachfragen? Unser Sitz ist in London. In London. Ja. Und Sie sind ja offensichtlich eine Finanzfirma, richtig? Ja. Wo sind Sie denn bitte reguliert als Finanzfirma, als Finanzdienstleister? Jeder Finanzdienstleister muss ja reguliert werden. Wo werden Sie als Firma reguliert? FCA, also FCA, okay, prima, ja. sehr schön. Gut, und die FCA, da gibt es ja dann immer Regulierungsnummern, eine ID. Können Sie mir die mal sagen? Das haben wir. Können Sie schreiben? Ja, kann ich sagen, kann ich schreiben, ja? 11 1 1 39 3 9 50. 5 0. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal. So, und für welche Firma ist das? Die Firma heißt Trendanalyse. Ja, aber Ihre Firma ist ja nicht Trendanalysis. Ihre Firma ist ja Market Trends. Das ist nicht Ihre Lizenz. Die Firma heißt Trendanalyse, also Ja, das ist, Trendanalyse. aber das ist ja nicht Ihre Firma. Ihre Firma ist ja Market Trends 24. Hallo. Also unternehmensregulierter Name ist Trendanalysis. Nein, aber Ihre Firma ist ja nicht Trendanalysis. Ihre Firma ist ja markettrends24.com. Das ist Ihre Firma. Und die Lizenz geht auf Trendanalysis LTD. Entschuldigung. Die Name der Plattform ist Market Trend 24. Ja, Der genau. regulierte Name von Unternehmen ist Trendanalyse. Nein, das ist falsch. Die Nein, das Plattform, ist nicht falsch. doch, darf ich mal ausreden, bitte? Die Plattform von Trendanalysis LTD,
Die heißt auch Trendanalysis LTD und nicht Market Trends 24. Doch, ist so. Nein, ich sage Ihnen, wie ich, nein, das ist nicht Ihre Lizenz. Das kann ich ganz klar überprüfen bei der FCA. Der Name von Unternehmen ist Trendanalysis. Der Name der Plattform, der Trading-Plattform ist Trend Analysis Limited LTD und nicht Market Trends 24. Ich sehe das hier bei der FCA. Im Gegensatz zu Ihnen weiß ich, wovon ich rede. Die Informationen, die ich Ihnen geben durfte, habe ich Ihnen schon gegeben. Ja, klar. Sie dürfen also nur Informationen geben, die falsch sind, weil Sie sicherlich... Ich habe Ihnen keine falschen Informationen Doch, natürlich, gegeben. Ich habe alles gesagt, wo Nein, Sie erzählen mir einen Blödsinn. Sie geben sich für eine andere Firma aus. Sie haben eine andere Lizenz, als Sie wirklich haben. Sie haben offensichtlich gar keine Lizenz. Doch, wir haben eine Lizenz. Nee, wo denn? Ja, wo denn? Diese Lizenz, die Sie mir genannt haben, die ist nicht richtig. Das ist für eine andere Firma. Das habe ich ja schon rausgefunden. Das ist ja ganz klar. Und jetzt kommen Sie schon nicht mehr weiter mit Ihrem Betrugsversuch? Es ist kein Betrugsversuch. Doch, natürlich ist es. Habe ich Ihnen gerade bewiesen. Wenn Sie es nicht verstehen, dann tut mir das leid. Dann liegt es an Ihrer fehlenden Intelligenz. Entschuldigung, ich habe Ihnen schon alle Informationen gegeben, die ich Ihnen geben dürfte. Falsche Informationen, richtig. Keine falsche Informationen. Ja, doch, ist so. Ist so, Sie schicken einen Link statt einer Bankverbindung. Ja, dann schicken Sie jetzt erstmal die Bankverbindung. Was halten Sie davon? Die Bankverbindung haben wir nicht. Wir haben diese Sie haben keine Bankverbindung. Eine Firma ohne Bankverbindung. Natürlich. Eine Firma ohne Bankverbindung, ganz klar. Und wie zahlen die Leute bei Ihnen ein? Mit Kreditkarte, damit es schnell auf dem Konto ist, damit die Opfer das Geld nicht mehr zurückbekommen? Oder können die Leute Ihnen das Geld auch vorbeibringen? Entschuldigung. Nee, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich weiß schon, dass Sie eine Betrügerin sind. Da müssen Sie sich nicht für entschuldigen, das wusste ich von Anfang an. Sie sollen einfach auf diesen Link klicken. Nein, werde ich nicht. Das sagte ich doch mehrfach. Okay, machen Sie das. Ja, dann mache ich das nicht, genau. Ich möchte Bankdaten haben. Wenn Sie keine Bankdaten... Sie haben ja keine Bank, haben Sie gerade gesagt. Sie haben keine Bankdaten. Eine Firma ohne eine Bank. Natürlich. Glaube ich Ihnen sofort. Glaube ich Ihnen sofort im Unsinn. Erstmal, Sie sollen den Link öffnen, um... Wie oft soll ich das noch wiederholen? Ich werde keinen Link von einer Betrügerfirma öffnen. Okay, das ist Ihre Entscheidung. Es ist richtig. Keine Doch, das habe ich ja gerade schon bewiesen. Das habe ich ja schon bewiesen. Wenn Sie das nicht verstehen, dann liegt es an Ihrer fehlenden Intelligenz, ganz sicher. Ich habe schon alles verstanden. Ja, genau. Sie haben also verstanden, dass Sie ein Betrüger sind und dass Sie Betrug versuchen. Nein. Doch, nein, natürlich. Nein. Na ja, gut, dann machen wir noch weiter. Kein Problem. Und weiter? Was wollen Sie jetzt versuchen? Wenn Sie jetzt bei uns eine Investition machen würden. Bei einem Betrüger? Es gibt hier keinen Betrüger. Doch, natürlich. Sie sollten mir nur Ihre Lizenz geben, aber Sie haben ja keine Lizenz. Die Lizenz ist ja von einer anderen Firma. Ich hab Ihnen das gegeben. Nein, ja, die Lizenz einer anderen Firma. Richtig. Es ist von unserer Firma. Ist es nicht. Ist es nicht. Ich habe das alles überprüft. Es ist die Lizenz von unserer Firma. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Der Current Name Ihrer Trading-Plattform ist Trend Analysis LTD auf Ihrer Lizenz.
Und Ihre Firma hat einen Trading-Namen Market Trend 24. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Diese Lizenz ist für eine andere Firma. Das ist nicht, doch, wie ist ich schon so gesagt habe. Wie ich schon gesagt habe, ist das so, ja. Market Trend 24 ist der Name von der Plattform. Richtig. Ihrer Plattform. Und Market Analyse ist der Name der Plattform der anderen Firma. Nein, es doch ist der Name von regulierten Firma. Ja, richtig. So. Von einer regulierten, ja, aber nicht Ihrer Firma. Genau. Das ist unsere Firma. Nein, ist es nicht. Das ist unsere Firma. Das ist nicht Ihre Firma. Das ist nicht Ihre Firma. Ja, ich weiß es. Ich falle nicht auf Ihren Betrug rein. Nein. Genau, richtig. Ich falle nicht auf Ihren Betrug rein. Es dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, bis Sie das verstehen, ne? Na, was ist los? Bei uns gibt es die besten Konditionen für also ja, ja, von den anderen Unternehmen. Genau, die besten Konditionen. Wenn man einzahlt, erhält man kein Geld. Richtig. Das sind beste Konditionen für Sie. Für Sie als Betrüger. Wir sind kein Betrüger. Das habe ich Ihnen doch jetzt mehrfach bewiesen. Ja, Sie können sagen, was Sie wollen. Sie sind eine Lügnerin, Sie sind eine Betrügerin. Sie lügen doch. Woher haben Sie das gewusst, Entschuldigung? Ja, weil ich arbeite täglich mit Betrügern wie Ihrer Plattform. Ich kriege täglich Anrufe. Von Betrügern. Ich bin nur Kontoleiterin von Ihrem Konto. Sie, ja, ja, natürlich. Ihr Konto vollständig aktivieren. Kann ich, machen. Ja, ja, natürlich werde ich mein Konto beim Betrüger aktivieren. Ja, ja, natürlich. Logisch werde ich das machen. Ich werde mein Konto beim Betrüger aktivieren. Na klar. Verstehen es gibt Sie hier kein Betrüger, doch, natürlich. Verstehen Sie ein bisschen Englisch? Sie sind doch aus England. Verstehen Sie Englisch? Nein. Ach, Sie sind in England, versteht kein Englisch. Ach, wie lustig. Ach, wie lustig. Ein Betrüger? Ja, ich weiß, Sie sind irgendwie Russland oder so. Oder Ukraine. Das weiß ich, das ist mir klar. Ansonsten haben Sie aber keine Ahnung von dem, was Sie da machen. Außer, dass es Betrug ist und ich nicht darauf reinfalle. Unser Sitz ist in England, aber das kann sein, dass, also... Fängst du schon an zu stottern, kleine Betrügerin? Ja, das wird nichts mit dem Betrug, ne? Aber du kannst es gerne weiter versuchen, ist ja lustig. Ihr müsst schon ganz schön verzweifelt sein, wenn ihr so oft versucht, die Leute anzurufen und zu betrügen. Ihr habt schlechte Geschäfte, Ihnen ne? Nicht zu betrügen. Ich versuche Ihnen nicht doch, zu natürlich, betrügen. Natürlich. Das habe ich Ihnen ja gerade bewiesen. Aber Ihre Intelligenz reicht ja wahrscheinlich nicht aus, das zu verstehen, richtig? Nein. Genau, haben Sie richtig erkannt. Ihre Intelligenz reicht nicht aus. Gut, dass Sie das bestätigen. Das ist nicht so. Doch, das genau ist es so. Mehr können Sie nicht sagen. Das ist nicht so. Aber wir können das. Haben Sie schon einmal, Entschuldigung, haben Sie schon einmal Erfahrung bei diesem Bereich? Ja, sehr gute Erfahrung. Ich habe täglich. Ach, und jetzt wird wieder Ihr Knopf gedrückt. Okay. Ach, haben wir das Knöpfchen wieder gefunden zum Reden? Wie bitte? Ja, ja. Du kannst ja nicht mehr mit deiner Telefonanlage umgehen, weil da dauernd Pausenmusik eingespielt wird. Nicht mal das kriegst du auf die Reihe. Ich habe sie nicht gehört. Also ja, genau. Weil du den. Ja, 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 die Stimme war weg, weil du das falsche Knöpfchen gedrückt hast. Du hast Pausenmusik eingespielt.
Damit du bei deinem Chef nachfragen kannst, wie du jetzt noch versuchen sollst, mich zu überzeugen, dass ihr kein Betrüger seid. Aber das weiß ich doch hier schon längst. Ich hab das nicht gemacht. Nein, natürlich nicht. Ja. Ich hab's genau gehört, was mit meiner Stimme war. Du hast Pausenmusik angemacht. Oder dein Chef hat's gemacht. Damit du in Ruhe nachfragen könntest, wie du mich weiter über den Tisch ziehen kannst. Das schaffst du aber nicht. Aber wir können gerne noch eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde weiterreden. In der Zeit, in der du mit mir telefonierst, kannst du niemanden anderen betrügen. Deswegen lass uns weitermachen. Kein Problem. So, jetzt wird sich wieder stumm geschaltet. Ich habe Ihnen schon alles gesagt. Ja, genau. All den ganzen Betrug hast du zugegeben, richtig. Es gibt hier keinen Betrug. Doch, natürlich, das hatte ich dir ja bewiesen, aber ich hatte ja nun schon mehrfach bemerkt, dass du gar nicht intelligent genug bist, um meine Beweise anzuerkennen. Das darf dein Chef ja auch nicht hören. Na, kleines Dummerchen, was ist denn los mit dir? Na, schon wieder stumm geschaltet? Wie ihr gehört habt, ist sie sehr trendig, vor allem lebt sie den Trend zur Hartnäckigkeit völlig aus. Jetzt hat aber selbst sie verstanden, dass man mich nicht betrügen kann und hat aufgelegt. Ihr hört mich am Sonntag mit einem neuen Video und bis dahin bleibt aufmerksam und lasst euch nicht abzocken. Tschüss, euer Callcenter-Crusher.